Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, der Lutze, wie immer am Montag, diesmal aber ganz alleine hier, ja, ganz Lutze heute allein zu Hause. Der Matze hat sich verdrückt, hat wohl seine Gründe höchstwahrscheinlich, weiß noch nicht warum, aber vielleicht will er sich auch nur erholen. Gruß der Woche geht dann natürlich zu Matze, der irgendwo an der polnischen Ostsee sich rumtreibt. Und deshalb sitze ich hier heute alleine. Mir fehlt natürlich jemand, der mich hier anpiekt, damit ich ordentlich Sprüche klopfen kann. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch so her oder hin. So, Jugendfeuerwehr. Die haben eine Menge Schrott gesammelt am Samstag. Wer es mitbekommen hat, da sind ja etliche Wagenladungen zusammengekommen. Ich habe hier schon mal ein paar Fotos mit reingepackt. Das dürfte sich wieder lohnen für die Kiddies. Also das Geld geht ja an die Jugendfeuerwehr. Und die waren, glaube ich, wirklich lange beschäftigt, hier im Ort den ganzen Schrott zusammenzusammeln. Hier sind ja drei Container und nur ein Riesenhaufen zusammengekommen, wenn ich das noch richtig sehe. Es sei denn, da wurden schon vorher noch ein paar Container abgeholt. Jo, dann gab es noch so einen leichten Vandalismus. Was heißt leichten? Also Vandalismus. Wer es mitbekommen hat bei Borgheide News, war das zu sehen, dass jemand von der Fahrradstation die Scheibe über der Infotafel zerkloppt hat. Die ist jetzt hin, wie ihr hier sehen könnt. Kostet wieder einen Haufen Geld, was eigentlich für andere Sachen draufgehen sollte. Aber manche können halt mit ihrer Zeit offensichtlich nichts Besseres anfangen, als ausgerechnet solche Dinger zu veranstalten. Jo, Futterhaus meldet Urlaub vom 11.10. bis 22.10. Jetzt ist Zeit, wo noch die Ruhe vorm Sturm, kurz vor Weihnachten, bevor es losgeht, nochmal alle Urlaub machen. Wie ihr letztes Mal mitbekommen habt, geht auch das Fliegerheim ab 10.11. Für 2 Wochen in Urlaub. So, dann gibt's noch Informationen über Gesprächs- und Informationsforum Frauenfrühstück in Borgheide. Und zwar am 11.10. findet das statt um 10 Uhr. Und Bürgermeistersprechstunde in Borgheide am 16.10. von 9.30 Uhr ab. Viel mehr habe ich schon gleich gar nicht zu berichten. Kann ich mir mal richtig kurz halten. Ich habe sowieso noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Müssten wir mal Matze ranlassen, ob er mir ein Wetter geschickt hat. Zumindest ist ein Video reingekommen. Wir gucken einfach mal rein, was der uns zu erzählen hat. Hallo Borgheide, hallo liebe ZuschauerInnen und draußen. Lutze, ich habe heute kein Wetter für dich, weil ich einfach der Meinung bin, dieses Wetter kannst du selber ansagen und dann zieht sich der Zorn der Leute dann doch eher auf dich und heute mal nicht auf mich. Ich mache jetzt einfach mal Urlaub und das so richtig und freue mich für dich, dass du das heute mal alleine machen musst. Vielleicht hast du ja auch jemanden dabei und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder und bis dahin schöne Grüße von der Ostsee. Tja, Matze, das hast du dir so gedacht, ne? Das schlechte Wetter hier lassen, sich verdrücken und sich einen schönen Tag machen und ich soll zusehen, was ich da draus mache. Na gut, ich will es mal versuchen. Ihr habt es ja mitbekommen, Wochenende war richtig toll gewesen. Die Sonne schien am Samstag, Sonntag nicht ganz so doll, aber trotzdem fast 22 Grad oder über 22 Grad. Ich war mal ein bisschen mit dem Motorrad unterwegs, hat richtig Spaß gemacht. Dafür haben wir heute so einen grauen Tag, leicht genieselt hat es, also nicht wirklich viel. Morgen soll es ein bisschen mehr geben, was sehe ich hier, bis 10 Liter pro Quadratmeter, das ist, oh, wird ja richtig nass. Temperaturen gehen dann so runter auf 12 Grad oder so morgen. Aber ab Mittwoch geht es schon wieder ein bisschen höher, 17 Grad bis Freitag, 17, 18 Grad und dann geht es wieder langsam unter die 15 Grad und auch die Nachttemperaturen bewegen sich dann so unter 3, 4 Grad. Es wird langsam doch sehr, sehr herbstlich. Man merkt es auch an den Blättern, wo dann Bäume mit Blättern sind, die so sich langsam verabschieden. Kommt langsam der Herbst und wir bewegen uns doch stramm zum Richtung Jahresende hin. Jo, viel mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Macht sich echt blöd, hat ja sich keiner gefunden, der mit mir mitmachen wollte. Vielleicht hat sich jemand nicht getraut oder so, aber muss ich es halt mal alleine machen. Matze, habt noch einen schönen Urlaub und allen anderen in Borgheide wünsche ich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Montag hier wie immer vor der Kamera der Lutze ohne Matze. Und tschüss.